Meine Damen und Herren, liebe Mitglieder der Medizinischen Gesellschaft, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Abend Schlaganfall und was dann? Und ich möchte heute ganz besonders unsere neuen Mitglieder begrüßen, die sich uns in den letzten Wochen angeschlossen haben. Ich hoffe, dass Ihnen die folgenden Veranstaltungen genauso gut gefallen wie die vergangenen, die für Ihren Beitritt bei uns Anlass gaben. Ein Schlaganfall kann mehrere Ursachen haben. Meist ist die Ursache ein Gerinnsel in einem Gehirngefäß. Wird die Durchblutung zum Gehirn unterbrochen, kommt es zu Funktionsstörungen, es treten Lähmungen auf. Und wird die Durchblutungsstörung nicht beseitigt, kann es zu einem Absterben der Nervenzellen kommen und es bleiben Behinderungen und Lähmungen zurück. Der Patient muss also schnellstens in die Klinik. Dort kann man die Diagnose stellen und dort kann man auch das Blutgerinnsel beseitigen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die medikamentöse Therapie. Und ich freue mich sehr, dass Herr Professor Gröschel, leitender Oberarzt der hiesigen neurologischen Klinik, uns über diese Möglichkeit, die ja mittlerweile Standard geworden sind, berichtet. Seien Sie herzlich willkommen. Es gibt eine zweite Möglichkeit, das ist der Zugang über ein peripheres Gefäß, über den man einen dünnen Katheter in die Gehirngefäße vorschiebt und dort versucht, dieses Gerinnsel zu entfernen, die Thrombektomie. Als Professor Brockmann vor mehr als 5 Jahren nach seiner Berufung hierher einen Vortrag bei uns gehalten hat über seine Vorstellung von Neuroradiologie, dann wurde schon klar, wohin die Reise geht. Es sollte der Ausbau der interventionellen Radiologie sein. Und dies hat er in den letzten 5 Jahren auch getan, insbesondere auch auf dem Gebiet der Thrombektomie. Er hat diese perfektioniert. Und ich freue mich sehr, dass Sie, lieber Herr Brockmann, uns heute ein weiteres Kapitel aus Ihrer klinischen Forschung zeigen und vorlesen. Und vielen Dank, seien Sie herzlich willkommen. Wenn nun ein Patient mit dem Schlaganfall in die Klinik kommt, dann stellt sich die Frage, medikamentöse Therapie oder Thrombektomie oder beides. Und beides und alles muss ja sehr rasch entschieden werden, da die Zeit sehr drängt. Dies wollen wir heute diskutieren unter der Leitung von Herrn Privatdozent Dr. Eike. Er ist Chefarzt der Neurologischen Klinik in Idar-Oberstein und ich darf ihn Ihnen kurz vorstellen. Herr Eike ist in Wuppertal geboren und hat an der Universität Bonn von 82 bis 88 Medizin studiert. Bemerkenswerterweise hat er ein Zweitstudium parallel dazu absolviert über christliche Archäologie und Musikwissenschaft. Darüber könnte man jetzt nachdenken, was der Grund war. Wir wollen das nicht, aber das Interesse ging dann doch in die Neurologie. Er hat seine neurologische Ausbildung in München am Klinikum Großhadern in der Neurologie von 89 bis 91 begonnen, zunächst als Arzt im Praktikum. Dann folgte ein Stipendium in den USA zur zerebrovaskulären Sonographie über ein Jahr von 91 bis 92 und dann die Fortsetzung der Ausbildung und Vertiefung in der Abteilung für klinische Neurophysiologie an der Universität Göttingen. 1995 hat er den Facharzt für Neurologie erhalten. 1996 wechselte er an die hiesige Neurologie als Oberarzt. Zunächst unter der Leitung von Professor Hopf, später unter Frau Professor Dietrich. 2001 erfolgte dann die Habilitation. Ich nehme an, dass der Aufenthalt in Amerika die Grundlage dafür bildete. Und seit 2005 ist Herr Eike nun Chefarzt in Idar-Oberstein. Sie sind also, lieber Herr Eike, gewissermaßen virtuell in Ihre akademische Heimat heute zurückgekehrt. Seien Sie herzlich willkommen und ich darf Sie nun bitten, uns in die Thematik einzuführen und die Moderation zu übernehmen. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Jünginger, vielen Dank für die freundliche Einführung. Also es freut mich wirklich, dass ich hier mal einführende Worte sagen darf.
sozusagen an meine alte Alma Mater, kann man ja schon beinahe sagen. Also ich war 10 Jahre lang in Mainz-Oberarzt gewesen. Ich habe immer noch allerbeste Erinnerungen an diese Zeit. Insofern schön, dass Sie mich eingeladen haben. Wir sind als akademisches Lehrkrankenhaus von Mainz auch natürlich in Idar-Oberstein auch noch an Mainz angebunden. Das ist so. Ich habe eine zweite Funktion auch. Ich bin auch der Vorsitzende des Schlaganfallfachausschusses der Qualitätssicherungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz, sodass ich da auch so ein bisschen vielleicht den versuche, immer den Überblick zu behalten, was passiert denn jetzt nicht nur lokal hier bei uns in Idar-Oberstein oder was passiert jetzt lokal in Mainz, sondern auch was das Land Rheinland-Pfalz betrifft. Und ich denke, das sind auch so ein paar ganz spannende Zahlen, die ich Ihnen am Anfang gleich nochmal zeigen werde, in welche Richtung das geht. Ja, wir sind jetzt hier in dieser, ich mache nur die Einleitung, die Hauptreferenten sind natürlich der Herr Gröschel und der Herr Brockmann. Und jetzt nur zum Ablauf hier. Sie sehen hier, das ist F und A. Sie können die Fragen stellen hier über F und A. Und ich versuche dann am Ende der beiden Vorträge, die wir erstmal hintereinander schalten, dass wir dann die Fragen dann diskutieren werden. Also scheuen Sie sich nicht, da die Fragen reinzustellen. Diskussion aber, denke ich, zunächst mal am Ende des zweiten Vortrages. Gut, ich glaube, dann fangen wir auch an. Ich würde jetzt sehen, dass ich meinen Bildschirm mal freigebe. Und da ist... Gut. Ich hoffe, jeder kann das jetzt sehen. Ja. Und dann geht's mal los. Also der Schlaganfall ist jetzt sicherlich kein Problem, was erst seit den letzten 14 Tagen besteht. Sie sehen, alle diese drei Herren, die Ihnen wohl bekannt sein sollten, sind letztendlich an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben. Der eine früher, der andere später. Der erste war halt Roosevelt hier 45, dann Stalin 53, 65. Auf dieser Konferenz waren sie noch alle da. Die Frage ist, hätte man zu dem Zeitpunkt, wo diese Schlaganfälle passiert sind oder in den Jahrzehnten vorher, hätte man diese Patienten nicht besser behandeln können? Wie würde heute die Welt aussehen? Das ist eine völlig ungelöste Frage, aber spannend, sich mal durchzudenken. Angenommen, Stalin hätte 10 Jahre länger gelebt oder auch Roosevelt hätte 10 Jahre länger gelebt. Wie sehe die Welt dann heute aus? Also das sind natürlich spannende Denkspiele. Dass der Schlaganfall uns weiter beschäftigen wird und sogar noch mehr beschäftigen wird als heute, ist relativ einfach zu erkennen daran, dass der Schlaganfall mit der größte Schlaganfall. Risiko ist das Alter und der 80-Jährige hat ein 12-mal höheres Risiko als der 40-Jährige. Wenn man das mit der Bevölkerungspyramide sozusagen dann korreliert, das ist ja so meine Altersstufe hier, die Babyboomer, die dann 2030 dann in das zarte Alter von 70 Jahren kommen werden, dann werden wir den Schlaganfall bekommen. Und das heißt einfach, man kann ungefähr ausgehen, dass in diesem Zeitraum zwischen 2001 und 2030 ist, vermutlich zu einer Verdopplung der Schlaganfallrate kommen wird, also ein großes sozialmedizinisches Problem auch. Der Schlaganfall tötet nicht sofort in der Regel, sondern in der Regel erst mit einer gewissen Latenz. Aber man kann sagen, dass nach ungefähr 3 Monaten wird ein Drittel der Patienten tot sein, ein Drittel wird schwer behindert sein und ein Drittel wird da recht gut rauskommen. Also es ist keine Erkrankung, die von vornherein einfach mal eine gute Prognose hat. Es gibt die Blutungen. Hier auf der rechten Seite, wo das im CT zu sehen ist, wo das alles so schön weiß ist, oder die Ischämie, das ist der Großteil der Schlaganfälle, 85%, also wo letztendlich eine Minderperfusion stattgefunden hat, zu wenig Blut im Kopf, irgendwas hat die Arterien verlegt, es ist dann halt da zu der Minderdurchblutung des Kopfes gekommen. Und wenn man sich das überlegt, die Historie, wie ist das denn vorangegangen, da muss man sagen, also die große Zeit der Menschheit ist ohne irgendeine Therapie abgelaufen für den Schlaganfall. Und erst 1983 hat man gesehen, dass das Aspirin eine schützende Wirkung hat. Zwar keinen super tollen Effekt, aber immerhin, es ist bewirkt etwas, aber wirklich erst 1983 bewiesen, dass das so ist. Man hat dann 98, 99 hat man wirklich beweisen können, dass eine Operation eine Halsschlagader, die hochgradig verengt ist und zu Schlaganfallsymptomen geführt hat, tatsächlich eine sinnvolle Geschichte ist. Also jetzt gerade auch erstmal gut 20 Jahre alt, diese Sicherung dieses chirurgischen Vorgehens. 1995 bis 2005, dann erst kamen die Studien heraus, wie denn die Blutdruckbehandlung beim Schlaganfall sein sollte. Da gab es sehr viel irrige Meinungen. Zunächst mal, dass der Blutdruck immer ganz stark gesenkt werden müsste. Das war ein völliger Quatsch, bis man dann wusste, in welche Richtung es dann geht. Also auch das erst eine Entwicklung der letzten 20 Jahre eigentlich, dass man das weiß.
Und dann wurden, dass man merkt, man kann ja irgendwie was tun, dann wurden die Schlaganfallstationen in Deutschland eingerichtet. Das war eine Entwicklung, die dann auch Rheinland-Pfalz nicht Halt gemacht hat. Und so sah das dann 1999 aus. Da war ich ja auch noch in Mainz, dass wir hier die ersten 9 Stroke-Units in Rheinland-Pfalz gegründet haben. Mittlerweile sieht es jetzt so aus, dass insgesamt 23 Einheiten am Netz waren 2015. Und wie das dann so ist, allgemeines Krankenhaussterben auch, bumm, dann fällt dann einer wieder weg. Das ist jetzt Zell gewesen. Die haben keine Schlaganfallstation mehr. Sie wissen, dieser Träger ist ja insolvent gegangen und das kleine Zeller Krankenhaus vegetiert jetzt so ein bisschen weiter. Aber es ist schwierig. Und das kann auch sein, dass noch weitere Krankenhäuser folgen werden. Und man kann nur hoffen, dass diese relativ schöne Karte der Schlaganfallstation tatsächlich auch noch so weiter bestehen wird. Rheinland-Pfalz steht mit der Schlaganfallversorgung im Vergleich zu den anderen Bundesländern so relativ, ein bisschen unterdurchschnittlich da, aber sagen wir so, ist, dass die tun sich hier nicht so schrecklich viel. Also das ist sozusagen, wie Patienten werden auf Schlaganfallstationen versorgt. Ja, das ist ungefähr ein bisschen unterhalb des Bundesschnittes. Wenn Sie hier die Landkarte aber sehen von Rheinland-Pfalz, die hellen, das sind sozusagen die toten Flecken oder die unbehandelten Flecken, da sieht man schon, dass Rheinland-Pfalz nicht einheitlich ist. Natürlich in den Ballungszentren ist da schon ist die Versorgung insgesamt besser mit Schlaganfallstationen als auf dem Land in der Eifel oder im Hunsrück. Dann 1998 Thrombolyse, endlich bewiesen, dass es was bringt. Und das war natürlich das war ein richtiger Durchbruch in einem Zeitfenster von 3, später 4,5 Stunden nach Beginn der Symptomatik. Das ist jetzt, mussten die ganze Logistik musste sozusagen aufgefrischt werden, dass alles schnell gehen muss, damit weil Time is Brain, es musste schnell gehen. Und da wird gleich der Herr Gröschel noch was dazu sagen. Das sind die Zahlen von Rheinland-Pfalz, angefangen im Jahr 2002. Da haben wir gerade mal im Land 100 Thrombolysen gehabt. Jetzt sind wir ungefähr immer so, hat sich ein bisschen eingependelt auf 1600 ungefähr. Also es ist da schon wirklich viel passiert. Wir haben ungefähr 15.000 Lysen im 15.000 Schlaganfallpatienten in Rheinland-Pfalz pro Jahr und ungefähr von den richtigen Schlaganfällen, also nicht nur von diesen kleinen Schläglis, oder werden ungefähr 15% werden lysiert. Wenn man das so sieht, ist das natürlich eine Erfolgsstory. So sieht das für im Bundesschnitt aus, ziemlich genau auf der Mittellinie. Rheinland-Pfalz liegt da im Schnitt. Auch hier wieder nicht unbedingt. Es gibt große regionale Unterschiede, aber wie gesagt, stehen wir nicht schlechter da als die meisten anderen Bundesländer. Das nächste war dann 2015, dass endlich die Thrombektomie beweisen konnte, dass sie erfolgreich ist. Das wird ja der Herr Brockmann ja erzählen, Mr. Clean, das war eine fantastisch auch promotete Studie allein vom Namen, der aus Holland hier gezeigt hat, man kann auch diese Grinse mechanisch entfernen und man muss es nicht nur pharmakologisch machen. Rheinland-Pfalz, ein bisschen unterdurchschnittlich, da gibt es noch so ein bisschen Nachholbedarf. Anderen, Sachsen-Anhalt steht da das Schlusslicht. Hier im Augenblick Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen als großes Bundesland stehen ganz gut da. Aber vielleicht werden Sie auch gleich sehen, warum. Auch hier, jetzt gibt es hier relativ große weiße Flächen sozusagen in Rheinland-Pfalz, wo es gut geht und wo es nicht so gut geht. Da muss man sich jetzt hier wirklich nochmal überlegen, wie kann man das Ganze verbessern. Ich habe eben gesagt, Time is Brain, aber mittlerweile ist das nicht nur das Brain, sondern es ist auch die moderne radiologische Diagnostik, die dieses ganze Zeitmanagement so etwas durcheinander bringt und Gott sei Dank erweitert im positiven Sinne. Und Sie sehen das hier, das ist eine, die DALI-Uhr, die zerläuft so ein bisschen durch die moderne Diagnostik, die sagen kann, dass man vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt bei spezifischen Patienten tatsächlich auch noch später lysieren kann oder später auch die Thrombektomie durchführen kann. Also die Frage ist im Augenblick auch aus Landessicht ist natürlich, wie kann man die Versorgungsstruktur in der Notfallversorgung noch verbessern? Wie gesagt, Rheinland-Pfalz ist nicht Nordrhein-Westfalen von den Versorgungswegen. Das eine, wir sind eher sozusagen an der Peripherie. Es ist Rheinland-Pfalz stark mit den größeren Städten. Die Situation in Nordrhein-Westfalen sieht ganz anders aus und das heißt, die haben auch andere Lösungsvorschläge. So sieht das aus im Augenblick mit den großen Kliniken, die über eine sogenannte zentrale Schlaganfallstation versorgen. Die blauen, die können alles. Das ist Thrombolyse, Thrombektomie, also hier in Mainz, in Koblenz, in Trier, in Kaiserslautern. Das geht gut. Mit der Thrombektomie hat jetzt zum Beispiel Ludwigshafen noch ein gewisses Problem. Die haben zwar schon 2 Neuroradiologen angestellt,
Aber das ist im Grunde genommen ist das, die sind immer noch auf die Hilfe von Heidelberg angewiesen, zumindest nachts, dass da jemand aus Heidelberg nach Ludwigshafen kommt und da unterstützt. Und im Augenblick sind wir in Ida Oberstein komplett auf externe Hilfe angewiesen, dass wir die Patienten nach Mainz verschiffen müssen. Oder wenn Mainz eben das nicht funktioniert, müssen wir nach Homburg oder nach Kaiserslautern oder nach Trier die Menschen dann sekundär verlegen. Und das ist immer die Frage, wo sollen denn Patienten jetzt hin? Der Patient ist sozusagen hat einen Schlaganfall. Soll der Rettungsdienst jetzt sofort an das große Zentrum fahren? Egal, wie weit das weg ist. Da ist natürlich das Problem, die Transportkapazität der Rettungsdienste, die dann teilweise auch überflüssig durch die Gegend fahren würden und teilweise den regionalen Notarztversorgung sozusagen in den Landkreisen gefährden würden. Die Lyse kann dann eben auch nur verspätet stattfinden. Das zweite ist sozusagen das Stroke-Mobil. Das wird relativ erfolgreich in Berlin ausprobiert, aber auch in Homburg, dass sozusagen das Interventionskrankenhaus direkt den Patienten mit einem speziell ausgerüsteten Rettungswagen abholt. Da wird dann schon das CT gemacht und der Patient wird abgeholt und wird sofort noch am Ort des Schlaganfalls lysiert und dann halt wieder zurückgefahren in das Interventionskrankenhaus. Auch hier natürlich Transportkapazität und im ländlichen Raum ist das wahrscheinlich unpraktikabel. Dritte Möglichkeit, das ist so wie wir das in Ida Oberstein machen, das nennt sich Drip and Chip. Das heißt, der Patient der umgeht die kleinen Krankenhäuser, kommt direkt zu uns als mittelgroßes Krankenhaus. Er wird hier aufgenommen, er wird hier lysiert, das ist das Drip. Und dann wird er nach Mainz oder wohin auch immer geschippt. Das ist Drip and Chip. Hier ist das klappt natürlich mit der Lyse gut. Das Problem ist dann der Sekundärtransport, der dann manchmal Ewigkeiten dauert, bis der dann losgeht. Und das zögert dann die Thrombektomie und da kann der Herr Brockmann auch sein Leid von klagen, wie lange das manchmal dauert, bis Patienten aus Ida Oberstein dann tatsächlich in Mainz ankommen. Die vierte Möglichkeit ist sozusagen, das sind die Flying Interventionist. Also das heißt, der Patient kommt erstmal in ein regionales Krankenhaus, das einen Katheterplatz hat, dann wird hier lysiert und es wird auch hier dann tatsächlich die Thrombektomie durchgeführt, aber von einem Interventionalisten, der aus einem Zentrum kommt. Also jetzt kommt nicht der Prophet zum Berg, sondern der Berg zum Prophet oder umgekehrt. Und es wird hier lokal vor Ort, wird dann auch die Thrombektomie gemacht. Sicherlich ein spannender Ansatz. Und da wird man sehen müssen, was die regionalen Verhältnisse so hergeben, was das Beste ist denn für den einzelnen Patienten. Und damit bin ich jetzt, glaube ich, auch schon relativ am Ende und würde letztendlich übergeben jetzt gleich an den Herrn Röschel. Also erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich glaube, das sollte man sich immer da vor Augen halten. Also Rauchen ist echt doof. Also das ist, hat eigentlich keinen Sinn und Verstand und sollte man sich abgewöhnen. Kaffee trinken können Sie immer, das ist gut. 5 Tassen Kaffee am Tag ist gut. Schokolade essen ist gut. Es ist Olivenöl ist gut, mediterrane Kost, Nüsse sind gut. Es gibt viele leckere Sachen, auch Schokolade dürfen Sie trinken und ein bisschen Alkohol dürfen Sie auch trinken. Das ist, es gibt vieles, was man machen darf in der Schlaganfallprophylaxe, aber Rauchen ist doof. Ja, ich würde dann jetzt übergeben an den Klaus Gröschel. Der Klaus Gröschel ist, ist ein geborener Knechtsteder. Da muss ich erstmal nachgucken, wo das ist. Das ist in der Nähe von Dormagen, also zwischen Köln und Düsseldorf gelegen. Er hat dann in Aachen studiert, hat sich dann 2010 habilitiert, seit 2018 auch die APL-Professur und hat seinen beruflichen Werdegang über Tübingen, Jena, auch Göttingen. Also da haben wir eine gemeinsame Vergangenheit sozusagen und ist seit 2011 dann in Mainz. Und ist da halt der, wie heißt das bei euch, leitender Oberarztzeit? Oder bist du stellvertretender Geschäftsführer, wie auch immer, geschäftsführender Oberarzt? Das gibt ja ganz viele Titel. Aber er macht das sehr gut. Er vertritt den vaskulären Part in der Klinik. Und ich denke, da auf einem sehr hohen wissenschaftlichen, auch auf einem hohen praktischen Niveau. Insofern, lieber Klaus, würde ich jetzt mal an dich übergeben und wünsche dir viel Erfolg bei deinem Vortrag. Ja, vielen Dank, lieber Martin, für die freundliche Einführung. Hier mal kurz meine Interessenskonflikte. Ich glaube, ich hole Sie noch ein bisschen weiter vorne in Anführungszeichen ab zu dem Thema Schlaganfall. Worüber reden wir hier eigentlich? Was ist denn der Schlaganfall? Der Schlaganfall ist ein akutes neurologisches Defizit, welches aufgetreten ist durch einen Durchblutungsmangel oder einer Blutung. Hier in dem Bild im Cartoon dargestellt ist einmal ein verstopftes Gefäß zu sehen.
eben ein Blutthrombus hat ein Gefäß verstopft, es kommt zu wenig Blut ins Gehirn, die Blutzellen sterben ab. Und darunter sehen Sie ein Gefäß platzt, es tritt Blut aus und durch die Druckwirkung des Blutes kommt es auch zur Komprimierung des Gewebes, auch zum Absterben der Zellen. Die Endstrecke ist das Gleiche, es kommt zu einem funktionellen neurologischen Defizit aufgrund dieser beiden genannten Ursachen. In diesem Vortrag heute beschränken wir uns über die obere genannte Ätiologie des Schlaganfalls, über den ischämischen Schlaganfall, wo ein Blutpfropf ein Gefäß verstopft. Und ganz grob teilen wir Schlaganfälle ein über in sogenannte kleine Mini-Schlaganfälle, transitorisch ischämische Attacke genannt. Die sind, da hat der Patient Symptome unter 24 Stunden, meistens Minuten, 10 Minuten, eine Stunde haben die meisten Patienten da Symptome. Und ein manifester Schlaganfall ist, wenn die Symptome über 24 Stunden bestehen oder wir einen strukturellen Defizit im Gehirn nachweisen können. Das ist eine ziemlich willkürliche Grenze, können Sie sich vorstellen, die da gewählt wurde. Aber behandelt werden die Patienten eigentlich relativ gleich, insbesondere was die Sekundärprophylaxe angeht. Aber da gehe ich später noch näher drauf ein. Wo spielt der Schlaganfall ab? Im Gehirn. Ich denke, das wichtigste Organ im Körper. Sie wissen ja inzwischen, man kann ja viel ersetzen im ganzen Körper. Kunstherz ist möglich, Kunstlunge sowieso, Leber zeitweise auch. Und Nierenersatztherapie ist seit Jahrzehnten etabliert. Aber das Gehirn können wir eben noch nicht ersetzen, auch nicht hochladen in die Cloud. Das geht noch nicht, vielleicht irgendwann mal, aber noch eben nicht. Wenn wir uns mal die Rohdaten des Körpers angucken, lediglich 2% des Körpergewichtes hat das Gehirn nur, aber 15% des Herzminutenvolumens. Also 15% des ganzen Herzens, was es schlägt, geht alles in den Kopf hinein und sogar 20% des gesamten Sauerstoffbedarfs ist dafür notwendig, um eben die Funktion des Gehirns aufrechtzuerhalten. Und das ist auch relativ effizient am Arbeiten. So ungefähr 15 Watt generiert das Gehirn, während es arbeitet. Übrigens auch in Ruhe, aber ich habe ganz schlaue Studenten, die sagen, Mensch, Energiesparen ist en vogue, ich höre auf zu denken, ich spare mir die 15 Watt. Nein, das geht nicht. Sie brauchen auch tatsächlich beim Ruheumsatz, auch wenn sie nicht denken, diese 15 Watt. Und was wird da gemacht im Gehirn? Zwei wichtige Hauptmetaboliten brauchen wir, Glucose brauchen wir. Das wird nämlich verstoffwechselt, um diese Energie zu gewinnen, zusammen eben mit dem Sauerstoff. Diese beiden Metaboliten, die brauchen sie unbedingt. Ist nicht so wie in der Muskulatur, wenn Sie Ausdauersport machen, dann kennen Sie das vielleicht. Irgendwann geht die Muskulatur in den sauren Bereich. Das heißt, Sie können auch noch Glykogen, also Glukosereserven in der Muskulatur anzapfen und zur Not auch ohne Sauerstoff abbauen, damit Sie Energie gewinnen. Das ist nicht so effektiv, wie wenn Sie das machen mit Sauerstoff. Aber im Gehirn funktioniert das nicht. Zum Ersten haben Sie dort keine Glykogenreserven und zum Zweiten fehlen Ihnen die Enzyme, um eben anaerob Energie zu gewinnen. Deswegen sind Sie auf diese beiden Substrate, Sauerstoff und Glucose angewiesen. Und worüber werden diese beiden Stoffe transportiert? Das zeigen Ihnen die Zahlen da oben, nämlich über den Blutkreislauf, 15% Herzminutenvolumen und 20% des Sauerstoffbedarfs wird eben daraus gezogen. Also ein sehr wichtiges Organ und das hat seinen Sinn und das möchten wir natürlich schützen. Aber was passiert denn nun, wenn das eben nicht funktioniert? Wir haben ja gerade schon gelernt, Schlaganfall ist entweder, wenn ein Gefäß verstopft ist oder wenn es zu einer Blutung kommt. Der Endeffekt ist der gleiche, es werden Hirnzellen geschädigt, indem das Substrat, das Blut, eben nicht genügend in das Gewebe hinkommt. Und was Sie hier sehen, ist eine Zeitspirale und die fängt an mit einer Sekundenskala. Sobald der Sauerstoff weg ist, nach 10 Sekunden werden Sie ohnmächtig, der Körper fällt hin. Eigentlich ganz gut, weil wenn er in der waagerechten liegt, dann kommt vielleicht noch so ein bisschen über die Schwerkraft Blut ins Gehirn, um es aufrechtzuerhalten. Hat sich der Körper also was Sinnvolles ausgedacht, dass wir ohnmächtig werden und uns in die Horizontale bewegen müssen. Nach 30 bis 40 Sekunden können wir im EEG, im Enzephalogramm, das ist quasi das EKG der Neurologen, schon Veränderungen, erste Veränderungen sehen. Die Hirnzellen schreien quasi, denen geht es nicht gut. Und nach einigen Minuten, nach 3-4 Minuten, da sind tatsächlich die letzten Glukosereserven schon aufgebraucht. Und nach 9, 10, 11, 12 Minuten, da tritt tatsächlich der irreversible Zelltod ein. Und leider gilt bis auf wenige Regionen im Gehirn immer noch die Alles-oder-Nichts-Regel. Das heißt, was kaputt ist, bleibt kaputt und kommt auch nicht wieder. Also geben Sie auf Ihre Hirnzellen gut Acht. Die werden nicht neu gebildet. Alle Hirnzellen, die Sie mal haben, die tragen Sie früher oder später mit ins Grab. Das werden nicht mehr, ganz im Gegenteil. Durch den natürlichen Alterungsprozess werden es kontinuierlich weniger. Aber zum Glück haben wir eine ganze Menge davon. Und was passiert beim Schlaganfall?
Ich hatte es gerade schon mal angesprochen, wenn eben diese beiden Substrate Sauerstoff und Glucose fehlen, dann kommt es gerade in der frühen Phase, unten in der X-Achse sehen Sie Minuten, Stunden und nach oben die Pathomechanismen, die dort stattfinden, anfangs über einen Glutamat-Exzess, über eine Exzitotoxizität zu einem größten Schaden. Nach Y abgebildet ist das Ausmaß des Schadens, der stattfindet. Und wir sehen, der größte Part passiert relativ links auf der Skala, nämlich in den Stundenbereich. Dort ist der größte Schaden. Hinten raus, nach mehreren Stunden, teilweise auch nach Tagen, treten noch Inflammationsprozesse, Apoptoseprozesse noch eine gewisse Bedeutung, aber die sind tatsächlich vernachlässigbar. Der größte Impact des Schadens findet tatsächlich in der Frühphase des Schlaganfalls statt. Und da kann man ganz wundervoll so mal Zahlenbeispiele zusammenrechnen, was denn so bei dem Durchschnittsschlaganfall, was mal hier aufgelistet ist, denn so passiert, was denn an Zahlen da zugrunde geht, wie viel Neuronen zugrunde gehen oder was ich ganz spannend finde, diese beschleunigte Alterung. Ich hatte es gerade schon erwähnt, natürlich verlieren wir Hirnzellen im Alter mit der Zeit, werden das immer weniger, aber durch den durchschnittlichen Schlaganfall verlieren wir so viele Hirnzellen, wie wir normalerweise über einen Alterungsprozess von 36 Jahre verlieren würden. Das ist, denke ich, schon eine geheuerliche Anzahl. Ich denke, da tut man Not am Mann, dass man dort was dagegen tut, damit eben dieses nicht eintritt. Was passiert beim Schlaganfall? Wie stellen wir uns das vor? Der frühe oder frische Schlaganfall ist ein durchaus dynamisches Geschehen. Und wir stellen uns das so vor, dass wir wahrscheinlich einen Infarktkern haben. Das heißt, in der Mitte des Infarktes, da wo gar kein Blut hinkommt, auch nicht über andere Blutumwege, über Kollaterale sogenannte, dort kommt so wenig Blut hin, das Gewebe ist wahrscheinlich irreversibel verloren. Aber darum rum ergibt sich eine sogenannte Penumbra. Die ist zwar schlechter durchblutet, das heißt, es kommt ein bisschen weniger Blut dorthin. Und die Zellen dort, die stellen ihr Arbeiten ein. Die sind, das können Sie sich vorstellen, wie in so einem Hibernation-Mode vom Laptop. Wenn Sie den Laptop kurz zusammenklappen, dann können Sie damit auch nicht arbeiten. Sie machen das Laptop wieder auf, sind direkt wieder startklar. Genau so verhalten sich diese Zellen in der Penumbra. Und wenn es jetzt ganz schlecht läuft, das Gefäß verschlossen bleibt, dann wächst diese Penumbra an zu einem großen Infarkt. Und wenn wir den Patienten aber gut und früh therapieren können, dann besteht die große Hoffnung, dass eben diese Penumbra wieder durchblutet wird, wenn eben das Gefäß wieder aufgemacht wird, das Blut kann fließen, die Substrate Sauerstoff, Glucose kommt wieder zu ihrem Ziel, zu den Zellen, die Zellen können wieder ihre Arbeit aufnehmen und das initial bestehende neurologische Defizit bildet sich zurück. Das ist hier grün hinterlegt, wenn Sie eben das Gefäß wieder aufmachen, dann bleibt der Infarktkern hoffentlich sehr klein bei dem Schlaganfall. Und wenn das Gefäß eben zugeht, warum auch immer, wenn der Patient halt zu spät ins Krankenhaus kommt, also spätestens nach 24 Stunden, da ist aber auch schon jegliches Zeitfenster ausgeschöpft, da sind uns die Hände gebunden, da haben wir wenig Möglichkeiten für eine Akuttherapie, dann haben Sie im schlechtesten Fall eben einen sehr großen Hirninfarkt. Und was sind denn nun mal die typischen Kliniken? Wann müssen Sie denn an einen Schlaganfall denken? Weil ich habe immer gut reden im Krankenhaus, ja, aber da sind die Patienten schon da mit Verdacht auf Schlaganfall. Aber damit Sie schnell ins Krankenhaus können, da müssen Sie eben zu Hause den Startschuss für die Schlaganfallrallye geben. Sie müssen die 112 wählen, den Rettungsdienst rufen. Und das sind jetzt mal hier Cartoons aus einer Ausklärungskampagne, die wir auch alle paar Jahre immer wieder machen. Die haben Sie bestimmt auch schon mal auf den einen oder anderen Bus hier in Mainz herfahren sehen. Das sind typische Schlaganfallsymptome, eine plötzliche aufgetretene halbseitige Lähmung, herabhängende Mundwinkel, lallende Sprache, Sprach- oder Sprechstörungen. Wenn Sie nichts mehr sehen auf einem Auge oder ein halbes Gesichtsfeld oder wenn die halbe Körperseite taub sind. Und ich habe immer gefragt, ja, was ist mit Schwindel und was ist mit Kopfschmerzen? Ja, das gibt es auch mal, aber tatsächlich isolierter Schwindel und isolierte Kopfschmerzen sind eher untypisch für einen Schlaganfall, zum Glück. Was tun, wenn es brennt? Jetzt haben Sie einige Symptome, jetzt haben Sie Ihren Angehörigen, wenn es ganz schlimm gelaufen ist, ins Krankenhaus geschickt. Was machen wir? Da kommt die Abteilung von Herrn Brockmann ins Spiel, die Neurologie. Wir machen ein Bild vom Kopf. Und zwar deswegen, weil wir die Blutung erstmal ausschließen wollen. Weil tatsächlich gelingt das klinisch vorher nicht. Wir können den Patienten noch so gut untersuchen. Und das wurmt uns Neurologen natürlich, weil wir ja hauptsächlich Kliniker sind. Wir wollen natürlich vorher wissen, bevor wir ein Bild vom Kopf machen, was denn der Patient hat. Aber es geht tatsächlich nicht. Wir brauchen eine Diagnostik. Bei uns in Mainz machen wir das mit der CT-Diagnostik. Die ist schneller verfügbar. Da sind wir wirklich fix.
Und um noch mehr Zeit zu sparen, werden die Patienten bei uns in Mainz auch direkt im CT angeliefert. Die gehen gar nicht in die Notaufnahme. Wenn der Rettungsdienst sagt, Verdacht auf Schlaganfall, dann geht er direkt ins CT und die Neurologen kommen dort in ein Rendezvous-System hin, untersuchen den Patienten und zusammen mit den Neuroradiologen besprechen wir, welche Diagnostik machen wir, welche Bildgebung und versorgen den Patienten direkt dort unter Umgehung der Notaufnahme, weil dort ist unter Umständen, wer die Notaufnahme bei uns kennt, der weiß, dass sie ist sehr gut frequentiert, manchmal auch overcrowded, dann ist es besser, wenn die Patienten eben direkt ins CT kommen. Wir haben noch eine Besonderheit in Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz gehört der Schlaganfall nicht zu den notarztpflichtigen Diagnosen. Das heißt, der Notarzt wird nicht dazu gerufen. Warum machen wir das hier in Rheinland-Pfalz? Ja, um Zeit zu sparen. Time is brain, wir wollen noch schneller sein. Wenn der Rettungsdienst sagt, das ist ein Schlaganfall oder es könnte ein Schlaganfall sein und der Patient, der ist kreislaufstabil, da wird kein Notarzt nachgefordert, weil das dauert immer noch mal 3 bis 4 Minuten extra, dann geht der Patient direkt ins Krankenhaus, ins CT, zum Herrn Brockmann und dann gucken wir weiter. Was machen wir? Die Herr Eick hat es gerade schon erwähnt, die einzig zugelassene akut medikamentöse Therapie ist die sogenannte Lysetherapie, Thrombolyse genannt. Wir geben dort ein Medikament. Und was macht dieses Medikament? Das versucht, den Blutpropf wieder aufzulösen. Was Sie hier sehen, ist ein elektronenmikroskopisches Bild von einem Blutpropf. Das Grüne, das sind Fibrinbrücken. Und das Rote, was Sie dort drin sehen, das sind Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, und das lila gefärbte sind Thrombozyten. Das ist quasi ein Geflecht, so ein Blutthrombus. Und was macht das Medikament, das Lysemedikament? Das Lysemedikament, das knabbert an diesen Fibrinbrücken. Es löst diese Brücken auf, die werden quasi abgebaut und dann werden wieder diese Erythrozyten freigegeben, dass sie wieder weiter im Blut fließen können. Das leistet diese Lysetherapie. Das gelingt umso besser, je früher der Patient im Krankenhaus ist und je früher das Medikament gegeben wird. Das zeigt diese Grafik hier. Der Strich, der hier nach unten geht, auf der Zeitachse, die X-Achse ist die Zeitachse. Da sehen Sie schon, 2001 liegt diese bei 3 Stunden. Bei 2001 wurde dieses Lysemedikament zugelassen. Es ist nicht so lange her. Daran sehen Sie schon die rasante Entwicklung der Schlaganfalltherapie. Und 2011 sogar im 4,5-Stunden-Zeitfenster zugelassen. Und diese Grafik, die eine Meta-Analyse, also eine Zusammenlegung von vielen verschiedenen randomisierten Studien darstellt, zeigt aber auch, dass wahrscheinlich so bis 5 Stunden, 5 Stunden 20 das Medikament wirken könnte. Ist dort nicht getestet worden, nur bis 4,5 Stunden ist es zugelassen. Aber wahrscheinlich noch ein paar Minuten länger ist es wirksam. Aber was diese Grafik auch zeigt, ist, je früher Sie therapieren, je effektiver ist die Therapie. Und das zeigt Ihnen dort oben die Zahl, diese NNT, Number Needed to Treat. Wie viele Patienten muss ich mit dieser Therapie behandeln, damit ein Patient gesund nach Hause geht, ohne relevanten Defizite? Und das ist in 3-Stunden-Zeitfenster, lediglich 10 Patienten muss da behandeln. Das ist enorm wenig. Wenn der Patient in 3 bis 4,5 Stunden-Zeitfenster lysiert wird, dann muss ich schon fast doppelt so viele Patienten behandeln, 19 Patienten und danach noch viel mehr. Und wie gesagt, nur bis 4,5 Stunden ist das Medikament zugelassen. Nur in Ausnahmefällen können wir die Patienten sogar bis 9 Stunden lysieren. Aber die Patienten sind wirklich handverlesen und finden wir nicht sehr häufig bei uns in der Klinik. Aber es gibt nicht nur die systemische Thrombolyse, die ich Ihnen gerade dargestellt habe. Es gibt auch die Thrombektomie. Und da wird Herr Brockmann gleich viel zu erzählen, dass auch nochmal die Schlaganfalltherapie revolutioniert hat. Also nicht nur die Lysetherapie, die es erst seit 20 Jahren gibt, jetzt kommt auch noch die Thrombektomie dazu. Wozu gibt es denn die Thrombektomie? Das ist hier mal dargestellt in diesen Zahlen, die Sie in den Gefäßbaum sehen. Das ist nämlich die Anzahl, die Prozentzahl, wie häufig sich ein Blutpropf denn auflöst, in Abhängigkeit, wo der Blutpropf sitzt. Und je größer der Blutpropf ist oder je größer das Gefäß ist, je seltener löst sich leider der Blutpropf aus. Woran liegt das? Das habe ich immer hier dargestellt an diesem Kugelmodell. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie eine kleine Kugel haben und darunter ist eine große Kugel als Bild für einen Blutthrombus, mal idealisiert dargestellt. Und O ist die Oberfläche und V ist das Volumen. Und jetzt vernachlässigen wir mal Pi und 4 und 4, 3 Viertel wird auch vernachlässigt. Wir gucken uns nur den Radius an, weil das Volumen steht das Radius zur 3. Potenz und in der Oberfläche nur in der 2. Potenz drin. Das heißt, das Volumen einer Kugel wird überproportional größer zur Oberfläche oder andersrum gesprochen, die Oberfläche ist in Relation zur Größe des Blutpropfes
immer kleiner, je größer der Blutkoagel wird. Und ich hatte gerade gesagt, das RTPA, das muss ja an diesen Fibrinbrücken, da greift es ja eben an. Wenn Sie einen großen Blutthrombus haben, dann ist relativ dazu die Oberfläche gering und dann schafft es das RTPA eben nicht, diese gesamte Thrombusmasse zu verdauen, in Anführungszeichen, abzubauen. Das gelingt eben nur mit den kleineren Thromben und deswegen sind wir froh, dass wir eben die Thrombektomie haben, die der Herr Brockmann gleich auch nochmal erklären wird. Aber dann geht es nämlich weiter. Und das ist nämlich die bisher einzig zugelassene Akuttherapie, die Lysetherapie und die Thrombektomie. Und Herr Elke hat es auch schon angesprochen, nicht nur das, sondern auch die Stroke-Unit-Therapie, nämlich die Behandlung der Patienten auf einer Stroke-Unit, ist tatsächlich hocheffektiv. Das wird immer so ein bisschen vergessen, weil das nicht so viel Action bietet wie die anderen beiden Therapien, aber es ist eine hocheffiziente Therapie. Das wurde auch schon Anfang der 2000er Jahre gezeigt. Hier war eine Studie aus Italien, wo einfach verglichen wurde, Patienten behandelt auf einer Schlaganfallstation und auf einer Normalstation. Und das hier ist die Überlebensrate der Patienten. Und Sie sehen hier ohne Zweifel die grüne Kurve. Die Patienten mit dem Schlaganfall auf der Schlaganfallstation überleben signifikant häufiger als Patienten, die auf einer Normalstation behandelt werden. Woran liegt das? Was machen die da auf der Schlaganfallstation denn so Besonderes? Warum sterben die Patienten dort seltener? Naja, einmal ist es so, dass wir dort das machen, das, was wir können, nämlich Schlaganfälle behandeln. Hier in Mainz um die 1400 pro Jahr. Und es ist mit allen Sachen, wenn Sie etwas häufig machen, dann können Sie das richtig gut. Da können Sie mal von ausgehen. Und auf einer Stroke-Unit ist noch das Besondere, dass hier ganz viele Disziplinen zusammenarbeiten. Also nicht nur Neurologen. Wir arbeiten ganz eng mit den Gefäßchirurgen, mit den Neuroradiologen, mit den Neurochirurgen, mit Sozialarbeitern, mit den Logopäden, mit den Neuropsychologen und mit den Kardiologen Hand in Hand zusammen, da wir viel Diagnostik zusammen machen und viele Therapien ineinander abstimmen. Und auch, was ganz wichtig ist, wir haben Handlungsanweisungen zu dem Thema Schlaganfall zu jeder Fachdisziplin, damit jeder weiß, was er zu machen hat und auch ganz wichtig, was er zu lassen hat, ist ja auch ganz wichtig heutzutage. Nicht alles, was man macht, ist unbedingt unmittelbar für die Hilfe des Patienten. Gerade beim Schlaganfall, da ist manchmal auch weniger mehr. Und das ist dort in solchen SOPs ganz genau festgelegt, die auch regelmäßig überarbeitet werden. Und auch die Pflege ist dort hoch professionalisiert. Es gibt sogar eine spezielle Pflegeausbildung, nochmal eine curriculare Ausbildung, die über ein halbes Jahr geht tatsächlich. Und Mainz sind fast alle Pflegekräfte auf der Schlaganfallstation, haben diese Spezialpflegeschule auch noch zusätzlich zur Pflegeausbildung durchlaufen. Also ein höchst professionelles Team, was sie dort empfängt, wenn es immer schlechter gehen sollte. Was machen wir auf der Schlaganfallstation? Quasi nach der Akuttherapie, die quasi im CT in der Neuroradiologie noch stattfindet, die Patienten werden unter laufender Lyse zu uns auf Station geschoben und da fängt dann schon das Räderwerk der verschiedenen Fachdisziplinen an, zu suchen, ja, wo kam der Schlaganfall denn her? Weil sofort nach der Akuttherapie beginnt die Sekundärprophylaxe. Und wir wollen natürlich hin zu individualisierten Therapien, nämlich möglichst den Patienten dort behandeln, wo der Schlaganfall hergekommen ist, um den nächsten Schlaganfall zu verhindern. Und man guckt sich dann einfach gesagt den Gefäßbaum an, wo überall Ursachen liegen könnten, die einen Schlaganfall vielleicht hätten ausgelöst haben können, und behandeln das entsprechend. Was machen wir häufig bei den Patienten? Klar, wir machen ein Bild vom Kopf. Vielleicht sieht man schon vom Infarktmuster, was für ein Schlaganfall das sein könnte. Wir gucken uns die Halsgefäße an mit Ultraschall. Wir gucken nach Herzrhythmusstörung. Vorhofflimmern ist da ganz wichtig. Auch dort ist es eine enorm dynamische Entwicklung, tut sich gerade sehr viel. Wie lange müssen wir überhaupt die Patienten nach Vorhofflimmern suchen? Reicht ein Tag? Müssen wir 3 Tage suchen oder sogar 3 Jahre, um Vorhofflimmern zu finden? Weil das eine sehr typische Rhythmusstörung ist, die tritt episodenhaft auf, die kommt mal, die geht mal. Und haben vielleicht auch schon gemerkt, viele tragen ja schon so Smartwatches bei, die können auch schon Vorhofflimmern detektieren, tatsächlich sehr gut sogar. Eigentlich müsste es diese Uhren schon auf Rezept geben von den Krankenkassen, so gut machen die das. Also auch dort ist die Entwicklung extrem dynamisch. Wir gucken nach dem Blutdruck, wir hatten es gerade schon erwähnt, der muss gut eingestellt werden, und nach dem Herzen, nach Änderung der Herzklappe, vielleicht hat der Patient eine Herzklappenentzündung, was den Schlaganfall ausgelöst haben könnte. Und klar, dass man den Blutzucker gut einstellen sollte, sollte sich auch inzwischen rumgesprochen haben. Und dann geben wir auch dann eine Sekundärprophylaxe. Auch diese ist tatsächlich enorm dynamisch und hat sich in den letzten Jahren sehr geändert.
Denken Sie an die Thrombozytenfunktionshemmer. Wir haben gerade schon gehört, das gute alte Aspirin oder Clopidogrel können wir geben. Inzwischen wissen wir, dass bei bestimmten Patienten wir sogar beides geben sollten für kurze Zeit, also Aspirin und Clopidogrel. Bei Patienten, die Vorhofflimmern haben, die sollten wir antikoagulieren. Da gibt es ja auch viele neue Medikamente, die extrem wirksam sind zu den guten alten bewährten Acumar. Wenn wir eine Stenose haben, der Arteria carotis interna, und die symptomatisch ist, dann sollte man über eine Operation oder Intervention mit Stent nachdenken. Der Blutdruck sollte à la longue gut eingestellt werden. Wir geben allen Patienten einen Fettsenker, aber nicht nur, um das LDL zu senken, sondern auch, um die pleiotropen Effekte von solchen Lipidsenkern zu nutzen, weil die Statine, die führen auch dazu, dass die Thrombozyten nicht zusammenkleben, die wirken antientzündlich, antiinflammatorisch, also noch viele andere Effekte, nicht nur den LDL-senkenden Effekt. Und klar, wir sollten den Blutzucker kontrollieren, und das, was den Patienten tatsächlich am meisten wehtut, das steht unten, nämlich die Lifestyle-Modification. Nein, man soll nicht rauchen, wir haben es gerade schon gehört. Gesunde Ernährung und ganz wichtig, viel Bewegung tatsächlich. Und das machen die Menschen auch, weil eigentlich, wir hatten es gerade schon gehört, durch die Alterung der Bevölkerung hätten wir schon viel mehr Schlaganfälle erwartet. Aber eben dadurch, dass die Patienten tatsächlich viel gesünder sich verhalten als in den letzten 20 Jahren, sind nicht ganz so viele Schlaganfälle aufgetreten, wie es vor 15 Jahren hochgerechnet worden sind. Und das kommt unter anderem auch dadurch, dass wir mehr auf unsere Gesundheit achten und uns tatsächlich noch ein bisschen mehr bewegen. Und da bin ich auch schon am Ende mit meinem Teil des Vortrages. Denken Sie dran, Schlaganfall ist immer noch eine sehr schlimme Erkrankung, ist die Erkrankung, die dritthäufigste Todesursache in Deutschland, und in Deutschland die Erkrankung, die zum häufigsten zu langbleibenden Schädigungen führen. Schlaganfall, ein medizinischer Notfall, time is brain. Die größten Effekte können wir in der frühen Phase der Schlaganfallbehandlung beachten. Deswegen müssen Sie die Symptome des Schlaganfalls kennen. Sie müssen den Patienten quasi ins Krankenhaus schicken, den Rettungsdienst suchen. Und dann läuft unser Motor hier, der ist gut geölt. Es geht hier Schlag auf Schlag. Wie gesagt, 1400 Patienten behandeln wir pro Jahr auf der Stroke-Klinik hier in Mainz. Das geht, wie gesagt, wie geschnitten Brot. Vertrauen Sie uns, das können wir wirklich gut. Und dann gucken wir natürlich, wo kommt der Schlaganfall her, und geben Ihnen natürlich eine geeignete Rezidivprophylaxe, indem wir eben die Risikofaktoren, die wir gefunden haben, individuell, patientengerecht behandeln. Und dann bin ich schon am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass Herr Brockmann da auch noch was Spannendes dazu beitragen kann, eben wie es denn mit der Thrombektomie in die Zukunft quasi, die hat er begonnen, weitergehen könnte bei dem Schlaganfall. Ja, lieber Klaus, vielen Dank. Ich denke, das war eine wirklich schöne Zusammenfassung, was wir als sozusagen konservative Neurologen jetzt erreicht haben in letzter Zeit. Und ich glaube, das ist schon eine ganze Menge. Also wenn man überlegt, wie das noch vor 30 Jahren ausgesehen hat, das ist kein Vergleich mehr. Ich würde dann mal zum zweiten Vortrag überleiten. Das ist dann der Marc Brockmann. Er ist gebürtiger Hamburger, ist dann zunächst mal nicht allzu weit gekommen in seinem Leben, hat nämlich auch in Hamburg studiert. Ist dann immerhin schon nach Lübeck gekommen in seiner Ausbildung, also jetzt wird es richtig international, und dann nach Mannheim, da einen Facharzt gemacht und ist dann als Oberarzt nach Aachen gewechselt. Und von Aachen ist er dann 2016 nach Mainz gekommen und hat hier sozusagen die Neuroradiologie übernommen. Und ich glaube, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, das ist immer ein wirklich total nettes Zusammenarbeiten. Und ich freue mich auch immer wieder, wenn wir uns doch mal in Bad Kreuznach sehen und dann mal beim guten Italiener Spaghetti essen. In diesem Sinne, lieber Marc, würde ich mal sagen, erzähl du mal was ihr denn da so fabriziert. Ja, lieber Martin, vielen Dank für die Worte zur Einleitung. Lieber Herr Junginger, noch einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich zu diesem für uns, für die Patienten natürlich auch extrem wichtigen Thema hier referieren zu dürfen. Lieber Klaus Gröschel, auch vielen Dank schon einmal. Du hast ja schon einige Schlagpunkte gegeben, wo ich gleich nochmal drauf eingehen kann. Ich werde erstmal ganz kurz meinen Bildschirm teilen. Da haben wir ihn. Ich nehme an, das klappt. Gut, wenn es keine Beschwerden gibt, dann wird es wahrscheinlich gut sein. Ich muss noch auf einen ganz kleinen Punkt eingehen, den der Kollege Eike eben gesagt hat. Ich sei im Leben nicht weit gekommen, zumindest bis zu meinem Wechsel hierher. Es stimmt nicht ganz. Ich habe die letzten 4 Schuljahre in Rheinland-Pfalz, in Kaiserslautern verbracht.
Ich finde, das muss an dieser Stelle noch einmal gesagt sein. Das heißt, es herrschte schon früh eine gewisse Affinität zu Rheinland-Pfalz. Das muss man einfach sagen. Ich entschuldige mich ganz herzlich. Aber ich wusste auch nichts von deinem Studium der Archäologie. Ich muss gestehen, das hatte ich verdrängt. Gut, okay, kommen wir zur Sache zurück. Der Schlaganfall, dass das ein hochrelevantes Krankheitsbild ist, das ist sehr häufig auch ein tödlich oder mit sehr schwerer Behinderung verlaufendes Krankheitsbild ist, das haben wir eben bei Herrn Gröschel gesehen. Und wir haben gesehen, dass die Entwicklung in den letzten Jahren in Anführungszeichen schon mal sehr erfreulich verlaufen ist. Wir haben nicht ganz so viele Schlaganfälle vielleicht, wie wir eigentlich erwartet hätten. Der Lifestyle wird gesünder. Wir sehen tatsächlich, die Patienten sehen inzwischen doch relativ häufig jünger aus, als sie vielleicht tatsächlich sind. Das heißt, die biologische Alterung, wir scheinen da wirklich ein bisschen Einfluss zu nehmen. Man kann fast manchmal sagen, 80 ist das neue 60. Und wir haben auch gesehen, dass seit vielen Jahren die Schlaganfallversorgung nicht nur auf der Stroke Unit durch die Kollegen der Neurologie und natürlich alle beteiligten Disziplinen, sondern auch die medikamentöse Schlaganfallversorgung mit Hilfe der intravenösen Lysetherapie ein ganz, ganz entscheidendes Standbein gewesen ist, um eben Gerinnsel zu lysieren, aufzulösen, natürlich nur, sofern der Patient früh genug in die Klinik kommt. Und Sie haben gesehen, am Anfang hat man noch relativ gute Zahlen gehabt, diese NNT, Number Needed to Treat, die der Kollege Gröschel eben schon genannt hat, die sinkt natürlich, je länger es dauert, bis jemand in die Klinik geht, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da einen Erfolg hat mit einer Lyse, desto mehr Patienten muss man behandeln und zum Schluss geht die Number Needed to Treat hoch auf Werte von 20, 30, 40, je nachdem, wie weit man nach hinten kommt. So viele Patienten muss man behandeln, damit man wirklich einen guten, erfolgreich Behandelten hinten rauskommt. So, jetzt haben wir schon gesehen, das Zeitfenster für die Lyse war oder ist 4,5 Stunden in aller Regel. Und jetzt fange ich mal an, ich hatte ja schon einmal einen Vortrag hier halten dürfen, mit etwas, was sich seit dem letzten Vortrag ganz, was sich geändert hat, was Neues und was wirklich ganz, ganz massiv in unsere Behandlungsalgorithmen eingegriffen hat. Und zwar gab es hier einen Artikel, der ist publiziert, Sie sehen ihn hier, das ist die sogenannte Dawn-Studie, die ist in 2018 im New England Journal of Medicine publiziert worden. Und das ist eine Studie, die hat untersucht, wie die Versorgung, die interventionelle Versorgung des Schlaganfalls in einem Zeitfenster von 6 bis 24 Stunden nach Beginn der Symptomatik bei Patienten, die entsprechend ausgewählt waren, den Verlauf beeinflusst. So, und jetzt gehen wir nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Es gab damals eine ganze Reihe von Studien, das sind nämlich drei, die alle, ich glaube, es war in Lancet publiziert worden sind und die haben alle gezeigt, wenn man mal guckt, das war MR Rescue Non-Penumbral und IMS3, die haben alle gezeigt, Thrombektomie, naja, das hier in der Mitte ist, nach links eher keine Thrombektomie, nach rechts auf diese Seite von der 1 eher Thrombektomie. Die haben alle gezeigt, Thrombektomie, naja, so richtig was bringt es nicht. Oder vielleicht auch eher mal sogar ein Nachteil, wenn man eine Thrombektomie macht. Da waren alle schon etwas unglücklich und haben einige gedacht, ah, die Thrombektomie ist tot, war vielleicht doch nicht gut. Aber die Materialien und Methoden, die hier verwendet waren, die waren einfach nicht suffizient und da gab es so große Entwicklungen. Und deswegen wurden natürlich zum Glück noch eine ganze Zahl weiterer Studien durchgeführt. Hier ist diese Mr. Clean-Studie von den Kollegen aus den Niederlanden, die ganz klar gezeigt hat, in einem Zeitfenster Thrombektomie hoch erfolgreich, das lohnt sich für den Patienten. Und dann gab es eine ganze Reihe weiterer Studien, die Sie hier sehen, mit tollen Akronymen ESCAPE, EXTEND, SWIFT, REVASCAD und so weiter. Die haben alle gezeigt, Thrombektomie ist super. Aber alle in einem verkürzten Zeitfenster. Und dann kamen zwei Studien, eben diese Dawn-Studie und die Diffuse-3-Studie. Und die haben gezeigt, man kann dieses Zeitfenster unabhängig von der Lysetherapie noch einmal deutlich ausdehnen. Das ist, was gemacht worden ist. Patient das letzte Mal gesund gesehen innerhalb von 6 bis 24 Stunden. Diese Patienten wurden untersucht. Klar, es gab gewisse Voraussetzungen. Sie mussten schon etwas schwerer betroffen sein. Wie man hier sehen kann, dieser NIHSS, dieser Score, zeigt schon, dass der Patient eine gewisse Betroffenheit haben muss. Und man musste gesehen haben, dass höchstens ein Drittel des Mediaterritoriums, also eines relevanten Hirnareals, das durch ein Gefäß versorgt wird,
betroffen ist. Und es musste ein Verschluss eines großen Gefäßes geben. Und wenn das erfüllt war, dann wurde randomisiert, entweder zu einer Kontrollgruppe mit Best Medical Treatment, also bester medizinischer Behandlung, oder eben eine Kontrollgruppe, die mittels Katheter behandelt worden ist. Und die Ergebnisse, die waren einfach phänomenal. Das hier unten ist die Kontrollgruppe und Sie sehen ein gutes Outcome. Gut, da definieren wir das mal, ein sogenannter MRS von 0, 1 oder 2 Punkten. Das bedeutet Unabhängigkeit im täglichen Leben. Und das ist wichtig für die Patienten. Solange man noch im täglichen Leben unabhängig ist, wurde gesagt, das ist als erfolgreich zu sehen. Und Sie sehen, Unabhängigkeit im täglichen Leben, Stufe 0, 1, 2, hier bei einer doch insgesamt geringen Anzahl von Patienten, während Patienten mit einem großen Gefäßverschluss, der erfolgreich oder der behandelt worden ist mit einem Katheter, da sehen Sie, dass es zu einer massiven Verschiebung nach rechts kommt. Das heißt, wir haben hier 30, 40, über 40%, fast 50% erfolgreich behandelte Patienten mit einer Unabhängigkeit im täglichen Leben. Und das bedeutet, dass man, Sie erinnern, diese Number Needed to Treat von 5, 10, 15, 20 bis zu 50 stand da sogar. Sie brauchen hier, um eine funktionelle Unabhängigkeit nach 90 Tagen zu erreichen, nur 2,8 Patienten behandeln, damit sie einen guten rauskriegen. Und das ist eben schon ein richtig toller Effekt gewesen, den man mit dieser Studie und auch einer anderen Studie, die das Ganze von 6 bis 16 Stunden untersucht hat, gibt es noch eine zweite Studie, Diffuse 3, das ist wirklich ein ganz toller Effekt gewesen. Ja, jetzt ist es natürlich so, wir ziehen natürlich nicht nur die Trompen aus den Gefäßen heraus oder weiten verengte Gefäße auf oder wenn es blutet, ist ja auch ein Schlaganfall, zumindest die Symptomatik, stopfen wir nicht nur Gefäße zu, sondern wir machen natürlich auch Bilder. Die Bilder kommen, so wie der Kollege Gröschel schon korrekt gesagt hat, immer erstmal vorher, damit sowohl die Kollegen aus der Neurologie als auch wir aus der Neuroradiologie oder auch Neurochirurgen, je nachdem, was der Patient hat, uns zusammensetzen können und sagen können, was ist wohl die beste Therapie für diesen Patienten? Gibt es da was zu retten? Wie viel gibt es zu retten? Das wird dann direkt vor Ort im CT beim Patienten immer zusammen zwischen den Disziplinen geklärt, beraten, damit wir für jeden Patienten ohne zeitliche Verzögerung wirklich das Optimale herausfinden können. Wir machen ein ganz einfaches Bild vom Hirnparenchym. Das sehen Sie hier. Da schließen wir die Blutung aus. Hier sieht man übrigens schon eine kleine Durchblutungsstörung. Das ist etwas dunkler, dieses Areal. Ich hoffe, Sie können es an Ihren Monitoren sehen. Hier sieht man, da ist eine dichte Anhebung. Das ist ein Thrombus in einem ganz großen Hirngefäß. Und hier sehen Sie eine Darstellung der Gefäße. Und Sie sehen, hier fehlt einfach ein Stück Gefäß. Da steckt ein Blutpfropf drin, ein Thrombus, der entfernt werden sollte. So, man muss ganz ehrlich sagen, hier hat sich einiges getan, auch in der Bildgebung. Und weil es doch so relevant ist, dass es ein neues Gerät, das jetzt im Moment hier steht, seit etwas über einem Jahr wird es betrieben, da hat sich massiv was getan. Die Größe der Detektorelemente von diesem Gerät, das es bisher nur, ich glaube, viermal in Europa gibt, ist nur noch halb so groß, das sind Detektorelemente etwas vergrößert dargestellt, wie die es bisher gegeben hat. Halb so große Detektorelemente und der Effekt ist der, die Bilder werden natürlich schärfer, zum Beispiel insbesondere bei den Hirngefäßdarstellungen, bei den Angiografien. Und man kriegt also eine höhere Auflösung. Das ist, als ob Sie einen Monitor haben mit ganz großen Pixeln, da sehen Sie natürlich nichts, oder ob Sie ganz viele kleine Pixel nebeneinander haben, da kriegen Sie natürlich ein viel besser aufgelöstes Bild. Und dementsprechend kann man dann natürlich die Gefäße auch sehr schön darstellen und analysieren, wie man es hier sehen kann. Und auch den Knochen kriegt man damit weg. Das ist insgesamt schon ein großer Fortschritt. Was eine weitere tolle Sache ist, nicht nur eine hohe Auflösung zu haben, sondern diese Geräte arbeiten jetzt, zum Beispiel dieses Gerät, schon unter Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Bildrekonstruktion. Früher war es so, man hatte Rekonstruktionsalgorithmen, das sehen Sie hier, das ist ein ganz einfacher alter Rekonstruktionsalgorithmus und Sie sehen, hier ist ein Hirngefäß, die linke Hirnschlagader, Carotis interna. Sie sehen, dieses gesamte Bild ist so ein bisschen rauschig. Mir fällt es auf, Ihnen vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber Sie werden es gleich sehen. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, dann kommt ein etwas besserer Rekonstruktionsalgorithmus und Sie sehen, dieses Gefäß ist schon etwas gleichmäßiger, nicht mehr ganz so rauschig, aber dafür doch alles etwas unscharf konturiert. Ich gehe nochmal zurück.
viel Rauschen, ganz viele kleine Punkte, weniger Rauschen, aber ein bisschen unscharf alles. Und jetzt zeige ich Ihnen mal was. Jetzt ist es so, als hätten Sie gerade Ihre Brille aufgesetzt. So sieht es aus, wenn Sie ein Bild mit künstlicher Intelligenz ganz regulär im klinischen Einsatz rekonstruieren. Wenig Rauschen, ganz scharfe Kanten. Und dann macht tatsächlich das Befunden einfach mehr Spaß. Man sieht auch kleinere Veränderungen viel besser. Das heißt, auch hier nicht nur bei der Therapie, sondern schon vor der Therapie, bei der Bildgebung, haben wir ganz entscheidende Veränderungen. Das ist viermal derselbe Patient. Kein Schlaganfall, Tumorkontrolle kam immer wieder für die Kontrolle. Und eins von den Bildern ist mit dem neuen Gerät. Schauen Sie mal zum Beispiel hier, das helle sind die Muskeln, das dunkle das Fett. Es ist ein bisschen unscharf. Anderer Zeitpunkt, gleicher Patient, unscharf, unscharf. Und das hier, viel schärfer abgrenzbar. Und 236 versus hier jeweils deutlich höhere Werte. Auch die Dosis, mit der untersucht werden kann, ist deutlich, deutlich niedriger. Das heißt, hier profitiert der Patient von besseren Auflösungen, besseren, neueren Rekonstruktionsalgorithmen, künstlicher Intelligenz, niedrigere Strahlendosis, sodass man wirklich sagen kann, da tut sich was. Ganz wichtig, was auch diese Studien gemacht haben, ist, sie haben sich angeschaut, ist noch Hirnparenchym zu retten? Das ist jetzt eine nicht mehr ganz neue Methode, die sogenannte CT oder Perfusions-CT. Ich gehe da jetzt mal nicht im Detail drauf ein, aber wir können mit dieser Ausspielung sagen, ist Hirngewebe da, das wir funktionell retten können oder nicht? Und je früher der Patient kommt, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir da noch Hirngewebe haben, welches wir retten können. Und mit so einem neuen Gerät ist es einfach so, dass wir auch die Abdeckung dieser sogenannten Perfusions-CT deutlich verbreitern können durch einen neuen Untersuchungsalgorithmus. Das ist einfach ein riesengroßer Fortschritt. Das heißt, Sie sehen, es tut sich nicht nur was im Bereich der Intervention, wo ich jetzt gleich nochmal zukomme, sondern auch bereits in der Bildgebung davor. Gut, Schlaganfalltherapie. Interventionell eigentlich ein alter Hut, 1979 das erste Mal mit dem Katheter in ein verstopftes Gefäß gegangen und dort ein Lysemedikament reingegeben in das Gefäß direkt vor Ort und das Gefäß bei einer jungen Frau ist wieder aufgegangen. Ich finde es immer sehr beachtlich, mehrfach versucht zu publizieren, international von Herrn Professor Zeumer, damals aus Aachen, abgelehnt worden, zum Schluss in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift publiziert worden und die anderen Internationalen haben alle gesagt, das ist doch totaler Humbug, das ist Quatsch. Und da muss man natürlich sagen, bei so neuen Methoden kann man das nicht einfach, glaube ich, als Quatsch abtun. Man sollte das differenziert betrachten, was einem manchmal vielleicht etwas als Unsinn erscheint oder als zu futuristisch. Manchmal entpuppt es sich halt doch als sinnvolle Sache. Und Sie sehen, es gibt eine ganze Evolution von verschiedenen Techniken, die sich immer weiterentwickelt haben, um die Thrombektomie möglichst beim ersten Versuch direkt, wenn man mit dem Katheter reingeht, gleich eine komplette Wiedereröffnung des Gefäßes zu erreichen. Und das ist das hier unten so in der Richtung, wie wir es heute eigentlich oder wie es auch die meisten Zentren durchführen. Es gibt die Möglichkeit, entweder nur zu aspirieren, einfach mit einem größeren Katheter hoch, Thrombus ansaugen und den angesaugten Thrombus, da bleibt ein Unterdruck im Katheter, wieder rauszuziehen. Der Thrombus ist selten so weich, dass er hier reingeschlürft wird. Das ist wie wenn Sie mit einem Strohhalm versuchen, an einem Glas mit Erdbeermarmelade zu saugen. Die Marmelade, die flüssig ist, können Sie vielleicht aufsaugen, aber sobald Sie ein Erdbeerstückchen haben, und das ist wie so ein Erdbeerstückchen, das kriegen Sie nicht durch den Strohhalm gesaugt. Also festsaugen und rausziehen. Oder Sie nehmen halt so einen Stent dazu. Das sind Sachen, die man normalerweise benutzt, um Gefäße wieder aufzumachen. Und die auch im Patienten bleiben. In diesem Fall aber nicht. Das ist ein Stent Retriever. Den kann man aufmachen über dem Thrombus. Der Thrombus verhakt sich in diesen Maschen von diesem kleinen Stent Retriever. Und dann in Kombination mit so einem Saugkatheter, der normalerweise noch ein bisschen näher rangeführt wird, mit so einem Saugkatheter wird das Ganze dann entfernt. Und was wir auch gerne machen, was auch viele Zentren machen, ist, wir benutzen hier unten einen Ballon, den wir während des Zurückziehens des Thrombus entfalten, damit der Blutstrom, der sonst immer nach oben wieder den Thrombus ins Hirngewebe reintragen würde, vorübergehend gestoppt wird. Nur für 20, 30 Sekunden höchstens, während wir eben diesen Thrombus zurückziehen, damit er nicht verloren geht. Dass das Ganze gut funktioniert, kann man hier sehen. Das ist so ein Katheter, über den wir gerade saugen. Und Sie sehen, das sind röntgendicht markierte Thromben in einem Experiment.
Und Sie sehen, wie die Thromben im Blutstrom immer hin und her wackeln. Durch die Ansaugung möchten Sie eigentlich nach da, aber mit dem pulssynchronen Blutstrom gehen Sie immer nach hinten wieder weg. Und wenn man jetzt hier den Ballon aufgemacht hat, dann ist kein Blutstrom mehr da, das sehen Sie, und Sie können einfach diesen Thrombus, der dort gewesen ist, einfach ansaugen. Man sieht es hier, Thrombus ist da, Aspiration, Ansaugung wird gestartet. Der Thrombus kann in diesem Fall eingesaugt werden. Vorhin hat Herr Gröschel schon über die Kollateralen und über die Penumbra gesprochen. Ganz wichtiger Punkt. Bei einigen Patienten, bei den meisten Patienten, ist es so, dass wir eine Penumbra haben, dass wir Kollateralen haben. Wo kommen diese Kollateralen her? Was sind das? Wo gibt es die? Hier kommt die rechte Hirnschlagader hoch. Hier geht es in die rechte Arteria cerebri media, große Hirnschlagader, die diese Seite vom Hirn versorgt. Hier geht es in die Arteria cerebri anterior. Die teilt sich auf, diese Hirnschlagader. Und die geht nach oben und hinten. Die versorgt sozusagen oben den oberen Anteil des Hirns und den mittleren Anteil des Hirns. Und wenn man jetzt mal weitergeht in dieser Serie, dann sehen Sie, dass hier, wo eigentlich das Blut fehlt, weil hier unten ein Thrombus drin ist, ein Gerinnsel, geht das Blut eben einen anderen Weg, sucht sich einen anderen Weg und geht über kleine leptomeningeale Anastomosen, über kleine Kollateralen, wird dieser Bereich versorgt eben von einem anderen Gefäßterritorium, ganz bis runter. Und das geht natürlich eine gewisse Zeit lang gut. Und wir müssen innerhalb dieser Zeit, solange das gut funktioniert, die Patienten erwischen und eben behandeln. Hier unten ist dann so ein Katheter drin bereits, das sehen Sie, weil wir möchten diesen Thrombus dort unten entfernen. Dann kommt ein Mikrodraht. Wir gehen mit einem Mikrokatheter, der ist noch viel feiner, hier durch, gucken, dass wir richtig liegen. Da kommt nur ein bisschen Kontrastmittel. Das heißt, wir liegen schon hinter dem Gerinnsel. Hier wird ein Stent aufgemacht, den wir nachher wieder rausziehen können. Und das wird dann auch gemacht. Und nachdem wir den Stent rausgezogen haben und da hängt ein Gerinnsel dran, sehen Sie, hier ist wieder offen. Und die Kollateralen, die vorher hier runtergegangen sind, die brauchen wir gar nicht mehr, weil das Blut kommt jetzt wieder von unten, so wie es eigentlich sein soll, mit einem vernünftigen Perfusionsdruck. Und der Patient profitiert davon. Das ist jetzt ein Beispielbild von einem Thrombus, einem Gerinnsel, das sich in so einem Stent-Retriever verhakt hat. Wenn Neuroradiologen solche Bilder zeigen, das ist immer ein bisschen wie, wenn man beim Angeln war, so ein Foto mit dem Fisch. Wir machen nicht von jedem Thrombus inzwischen ein Foto, aber jeder hat natürlich so ein paar Fotos, wo irgendwo so ein Gerinnsel drinne hängt. Es gab auch die andere Methode, das hatte ich Ihnen eben schon einmal kurz angedeutet, die Möglichkeit, ein Gefäß einfach nur mittels Aspiration zu säubern. Sie sehen, Entschuldigung, so, wo haben wir es? Hier haben wir es. Hier unten kommt ein Katheter, der läuft einfach hier hoch, weiter, 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 bis hier oben an dieses Gerinnsel ran. Da geht es dann nicht weiter, weil da der Tropf ist. Dann startet man die Saugung entweder mit einer Pumpe oder mit einer Spritze hinten am anderen Katheterende an der Leiste. Und wenn das dann erfolgreich rausgezogen worden ist, Sie sehen, hier endet das Gefäß und hier ist dieses Gefäß, das ist die hintere Hirnschlagader, wieder komplett offen. Und Sie sehen aber auch, hier hat dieser Patient ganz, ganz gemeine Wandveränderungen schon. Die waren die Ursache dafür, dass dieses Gefäß sich verschlossen hat. Und da ist es natürlich wichtig, nicht zu rauchen, Sport zu machen, sich gesund zu ernähren, damit eben sowas nicht auftritt. Ja, so, jetzt müsste es noch ein bisschen weitergehen. Das war schon die Zusammenfassung. Die ist jetzt gerade wieder weggegangen. Da war ich wahrscheinlich einen Tick zu schnell. Da ist sie wieder. Sie haben gesehen, es gibt massive Fortschritte. Sie müssen gerade mal Ihre Präsentation wieder starten. Die ist, Entschuldigung. Ich kann es aber auch mündlich machen. Wir brauchen es eigentlich nicht. Sie haben gesehen, es gibt massive Fortschritte im Bereich der interventionellen Therapie. Der größte Fortschritt in den letzten Jahren, abgesehen von der immer besseren Verfeinerung des Materials und der Technik, ist, dass wir 6 bis 24 Stunden nach Beginn der Symptome immer noch Patienten extrem erfolgreich behandeln können. Das ist der erste Punkt. Die Bildgebung haben Sie auch gesehen. Auch da sind massive Fortschritte zu verzeichnen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, als wir erwartet haben. Die Dosis wird niedriger, die Auflösung wird höher, die Bildqualität wird besser. Und ich denke, in den nächsten Jahren werden wir noch ganz viel künstliche Intelligenz, AI, bei der Bildgebung sehen, sowohl bei der Diagnose
aber auch bei der Technik der Bilderstellung. Und zuletzt, was ganz wichtig ist, der Klaus Gröschel hat es eben auch schon angedeutet, diese TIAs, diese vorübergehenden kurzen Symptome, auch wenn das nur ein paar Minuten sind, mal ein paar Minuten lang nichts gesehen auf einem Auge, dann geht es schon wieder, ach, war doch nichts, das kommt doch nicht wieder, das wird doch alles gut, keiner geht gern zum Arzt. Kurz mal den Arm nicht bewegen können für 2 Minuten, kurz mal nicht sprechen können oder Kauderwelsch reden für 5 Minuten, danach war es wieder okay. Damit sofort in einem Klinikum vorstellen, da muss ein Bild gemacht werden, da müssen die Gefäße gecheckt werden, man muss aufs Herz gucken. Diese kleinen Vorboten eines Schlaganfalls haben ein ganz, ganz hohes Risiko, dass danach ein schwerer Schlaganfall eintritt. Wir haben gerade die Tage jemanden behandelt, der war nachts ein über 80-Jähriger mit seinem Sohnemann auf der Jagd und zufällig war sein Sohnemann dabei. Sonst wäre er wahrscheinlich auf der Jagd alleine mit seinem Schlaganfall zusammengebrochen. Der Sohn hat sofort gemeldet, der Patient ist sofort gekommen, wurde erfolgreich behandelt. Ich habe gehört, die Sau wurde trotzdem noch erlegt. Sonst wäre es vielleicht auch anders gekommen und wer weiß, dann hätte vielleicht mal das Tier den Jäger erwischt. Aber es ist wichtig, dass Sie ganz früh und rechtzeitig auch mit kleinen vorübergehenden Symptomen kommen und diese nicht ignorieren. Ja, damit bin ich von meiner Seite auch schon am Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass für jeden etwas Spannendes oder Interessantes dabei gewesen ist. Ja, vielen Dank. Das war ein sehr schöner Überblick. Das ist ja so eine spannende Technik, die sich da jetzt so entwickelt hat. Das ist faszinierend zu sehen. Und es ist auch, macht auch Spaß, selbst für einen Neurologen macht es Spaß, einem Neuroradiologen zuzugucken, wenn er denn mal live so etwas mal praktiziert. Und ja, das ist ein Privileg, das vielleicht Chirurgen manchmal haben, dass man den direkten Erfolg sieht, was da passiert ist, wenn das Gerinnsel dann draußen liegt und sozusagen der Fisch, den du rausgeholt hast, den geangelt hast. Das haben wir leider als konservative Mediziner selten, so Erfolgserlebnisse, aber da beneide ich euch immer so ein bisschen drum. Ja gut, ich habe von den Fragen her 2 Fragen zur Blutdruckeinstellung. Das würde ich eigentlich, war die eine an mich gestellt, aber ich glaube, Klaus, die kannst du beide zusammen beantworten, weil die zweite ging so ein bisschen mehr an dich. Das eine war in der Akutsituation, wie sollte da der Blutdruck sein? Ich hatte ja gesagt, er sollte nicht zu stark abgesenkt werden. Das war so mein Statement. Und dann, wie sollte denn der in der Sekundärprophylaxe dann der Blutdruck sein? Das kommt ja immer auf die Akuttherapie an. Erstmal, was machen wir in der Akuttherapie? Also machen wir eine Lysetherapie und oder Thrombektomie und auch vom Erfolg der Thrombektomie. Also ganz, wenn wir keine Akuttherapie machen, dann tolerieren wir beim vorbekannten Bluthochdruck tatsächlich Werte von systolisch 220. Ja, da wird dem Kardiologen schlecht, wenn er das hört, aber das ist ein ganz erfordernes Bluthochdruck. Das heißt, um die Penumbra-Perfusion aufrechtzuerhalten, lassen wir den erstmal untouched, wenn keine sogenannten Endorganschäden bestehen. Endorganschäden heißt ein Troponin zum Beispiel, dann würden wir auch den Blutdruck senken. Anders ist es in der Lysetherapie, da muss der Blutdruck unter 180 sein, das dürfen wir nicht lysieren, weil sonst das Blutungsrisiko wieder steigt. Und anders ist es bei der Thrombektomie, ist ja ähnlich wie bei der Lysetherapie, weil da das Gefäß ja mutmaßlich wieder aufgemacht wird. Ja? Und dann darf der Blutdruck eben nicht so hoch sein, weil dann das Einblutungsrisiko zu hoch ist. Da senken wir den Blutdruck tatsächlich. Was jetzt da bei der Thrombektomie und beim voll eröffneten Gefäß der beste Blutdruck ist, das wissen wir tatsächlich noch nicht. Da laufen die Studien noch wahrscheinlich unter 160, 140. Da dürfte ich das einpendeln. Aber sonst, wie gesagt, denken Sie an einen erfordernden Bluthochdruck. Und dann à la longue in der Sekundärprophylaxe ist ja eigentlich Normotomie das hehre Ziel, also unter 140 zu 90 laut WHO-Kriterien. Und da kam auch schon eine Frage gerade, jetzt habe ich einen Patienten mit Blutdruck von 150 zu 60, was mache ich denn mit dem? Hätte ich jetzt gesagt, ja, schon besser als die meisten wahrscheinlich unserer Schlaganfallpatienten. Klar, wenn sie eine isolierte systolische Hypertonie haben, das weiß ich auch, die ist manchmal schwierig einzustellen. Ideal, wenn sie es nicht einstellen können, dann müssen sie halt ein Auge zudrücken. Dann ist es halt so, sie müssen natürlich auch auf die Patienten achten, dass die Klinik und vor allem, er sich damit wohlfühlt, weil es macht da keinen Sinn, dass er sich schlecht fühlt und dann die Tabletten nicht schluckt. Aber idealerweise tatsächlich Normotomie. Kurze Ergänzung vielleicht noch auch an der Stelle. Sehe ich auch so, 140 bis 160 ist sicherlich ein guter Wert. Zu hoch wollen wir natürlich nicht wegen des Blutungsrisikos.
Ich meine aber, es gibt Studien, die zeigen natürlich, dass wenn man dann mit dem Blutdruck systolisch zu stark sinkt und dann auch mal Phasen hat unter 100 systolisch, das ist natürlich absolut kontraproduktiv. Ich habe vorhin diese Kollateralen gezeigt, an denen das Hirn hängt. Und wenn man sich vorstellt, dass der proximale Druck dann einfach zu niedrig wird, da kommt dann hinten einfach auch nicht mehr genug an. Also vernünftiger Level, ich denke mal sicherlich 120 als ultrasystolischer Grenzwert sollte schon versucht werden zu erzielen. Darunter wird es, glaube ich, kritisch. Aber da brauchen wir tatsächlich noch gute Studien. Genau so ist es, weil die Autoregulation ist ja gestört und dann ist tatsächlich die Hirnperfusion direkt abhängig vom Hirnmitteldruck und deswegen darf er nicht so tief sein, vollkommen korrekt, ja. Das war halt das, was in den 60er, 70er, 80er Jahren lange Zeit wirklich falsch gemacht worden ist, dass da normotensive Werte angestrebt werden. Das ist ja ein Bedarfshypertonus, der da entsteht. Ja. Das Hirn braucht den Druck, damit der Sauerstoff noch in das kranke Gewebe reingepresst wird. Das heißt ja, das ist ja eine ganz vernünftige Gegenregulation des Körpers, dass er etwas höheren Blutdruck hat. Und das ist akzeptabel. Wenn man dann hingeht und senkt den einfach auf normotensive Werte, hat man genau das Gegenteil erreicht. Also ich glaube, das war eine Erfahrung aus den 80er und 90er Jahren, dass dann tatsächlich dass man da diese leicht hypertensiven Werte toleriert. Also ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt. Aber nur bis der Thrombus raus ist, nicht länger. Danach senkt auch die Anästhesie immer sofort den Blutdruck, damit sobald das Gewebe wieder mit Blut versorgt wird, dass zu keiner Einblutung kommt. Jeder kann mich jetzt hören wieder. Ja, können mich hören? Ja. Okay. Jetzt müssen wir hier eigentlich eine Frage haben an einen Engländer. Gibt es Studien zu den volkswirtschaftlichen Vorteilen dieser neuen Schlaganfalltherapie? Ich sage das ganz bewusst, weil die Engländer sind sehr darauf bedacht, dass die volkswirtschaftlich, dass sich das lohnt, dass eine Therapie gemacht wird. Und da gibt es auch immer wieder die großen Qualities. Ja, Sie sagen, das wirklich ist ein Quality, das sind zwei Qualities. Lohnt sich das denn überhaupt, dass man eine Therapie macht? Ist ja immer klar, das ist natürlich für Nutzen für die Volkswirtschaft. Das ist ja beinahe schon so eine moralethische Frage, wie man da rangehen möchte. Aber vielleicht hat einer von euch dazu Wissen oder eine Meinung. Also meine Meinung, denke ich, ist bei uns deckungsgleich, dass das sinnvoll ist, dass wir die Patienten thrombektomieren sollen. Wir haben sie gerade schon gesehen, den Number Needed to Treat, das macht ja richtig Spaß, die Patienten da zu behandeln, ist wirklich enorm gering. Volkswirtschaftlicher Nutzen, ja, so Analysen machen wir ja kaum hier in Deutschland, tatsächlich nicht so wie in England. Die Analysen, die ich kenne, da kommt immer raus, dass es auf jeden Fall sich lohnt, da eben die Patienten hinten raus ja quasi gespart wird, da die teilweise wieder ins Berufsleben finden, zum nicht unerheblichen Teil, und dann auch wieder in die Rentenkasse einzahlen können. Das tatsächlich, da profitieren die Patienten voll. Aber so Analysen wie die in England kenne ich tatsächlich nicht. Ja, ich glaube, volkswirtschaftlicher Schaden durch Schlaganfälle in der Europäischen Union 64 Milliarden Euro pro Jahr. Also meine, es gibt Studien, die zeigen auch, dass sich das lohnt. Man kann natürlich immer dann sagen, okay, wie in den Großbritannien, ab 80 Jahre keine Thrombektomie mehr. Aber ich glaube, das ist kein Punkt, über den wir diskutieren müssen. Aber die Frage kam übrigens von Wiebke. Schönen Abend, Wiebke, ich habe es gesehen. Meine Vorgängerin, die hier viele Jahre kommissarisch die Abteilung geleitet hat, freut mich, dass du da bist. Und es lohnt sich insgesamt sicherlich auch volkswirtschaftlich, weil wir auch relativ junge Patienten immer wieder mal dabei haben. Und ich denke, das ist ein guter Punkt. Es gibt sicher auch Studien, aber die müsste ich jetzt noch einmal raussuchen. Okay, dann gibt es eine Frage, sozusagen Parallelentwicklung bei den Kardiologen, dass wir hier jetzt nicht so drauf eingegangen sind, ich glaube, da wollte niemand unterstellen, dass die Kardiologen nicht auch wirklich sehr, sehr sinnvolle Forschung machen auch und natürlich gerade auch mit der Thrombozytenaggregation und mit den Cholesterinsenkern wirklich führend sind, das will niemand hier in den Schatten stellen. Vorreiter, denke ich, die Kardiologen waren da schon sehr schnell dabei. Die Kardiologen waren natürlich auch diejenigen, die erstmal die Intervention überhaupt eingeführt haben und zu einem Zeitpunkt, als das für die Neurologie noch gar nicht so richtig in Frage kam.
Es ist aber tatsächlich so gewesen, dass irgendwann mal in den 90er Jahren die Kardiologen kein Interesse am Schlaganfall hatten. Und die sämtlichen Studien, die dann kamen in den 90er Jahren, auch in den Nullerjahren, waren letztendlich neurologische Studien gewesen. Und da muss man sagen, warum die Kardiologen nicht das Interesse weiter gezeigt hatten, ist mir auch so ein bisschen unklar geblieben. Die Neurologen haben das übernommen und im Augenblick ist sozusagen die Schlaganfallforschung natürlich eher eine mehr neurologisch orientierte Forschung. Trotzdem muss man natürlich immer sagen, es ist der Mensch besteht ja nicht nur aus Halsschlagadern oder er besteht nicht nur aus Koronarien, sondern das Ganze ist ein Gefäßsystem insgesamt. Deswegen sind Studien immer, die den gesamten angiologischen Aspekt befassen und auch die PAVK natürlich immer super spannend. Was ich, Klaus, hast du noch eine Meinung dazu? Nee. Also ich glaube, wir haben viel voneinander gelernt. Ich glaube, es gibt viele Punkte, wo wir von den Kardiologen viel übernommen haben, weil die kardiologischen Patienten oder die Kardiologen haben ja ein viel größeres Kollektiv an Patienten, an denen sie regelmäßig ihre Studien durchführen. Und gerade was die ganze Gerinnungshemmung angeht, da haben wir uns doch sehr stark an viele kardiologische Studien angelehnt und von dort übernommen. Wobei andersherum mit den Thrombektomien, ich bin mir nicht ganz sicher, war es tatsächlich, glaube ich, zuletzt so, dass die Kardiologen zwischendurch dann auch mal angefangen haben, nach den Thrombektomien am Hirn auch nochmal die Thrombektomie, glaube ich, da gab es so ein kleines Revival, am Herzen durchzuführen. Also es ist ein interessantes sich gegenseitiges Befruchten und ich finde, das ist eine ganz, genau, ganz tolle Sache. Da kann man nur voneinander lernen, in alle Richtungen. Okay, nee, sehe ich genauso. Gibt es genetische Risikofaktoren für Schlaganfälle? Ja, gibt es auch Zwillingsstudien, aber die sind tatsächlich im Vergleich zu den traditionellen Risikofaktoren vernachlässigbar. Also die sind klein. Dann hier eine anatomische Frage eigentlich, inwieweit können sich Kollateralen bei Zerebralstenosen entwickeln? Das heißt sozusagen, ist die Kollaterale sie ist da oder sie ist nicht da? Oder ist das ein dynamischer Prozess, der sozusagen vielleicht von den Perfusionsverhältnissen abhängt? Das ist eine Sache, die sehen wir ganz häufig in der Angiografie bei verschiedenen Krankheitsbildern, zum Beispiel Moyamoya, einer chronisch okklusiven Hirngefäßerkrankung, große Hirngefäße, Carotis T geht langsam zu. Und wir sehen ganz klassische Kollateralen, die sich dann auch über Jahre, je mehr Zeit das Hirn oder die Hirngefäße haben, sehen wir Kollateralen, die sich entwickeln. Da kommt es von hinten nach vorne, von rechts nach links, von links nach rechts, von der Mitte nach außen. Es gibt, also manchmal haben Leute nur noch ein Hirngefäß und da hängt dann wirklich das ganze Hirn dran. Also wir sehen wirklich in der Angiografie wunderbare Kollateralen, die über Jahre gezüchtet werden können. Problematisch ist es halt nur, wenn plötzlich ein Thrombus von unten nach oben hochfliegt, dann kann man nur hoffen, dass Kollateralen da sind. Bei manchen Menschen reichen die einfach nicht, bei den meisten reichen sie. So schnell natürlich nicht, aber chronisch über viele Jahre geht ganz, ganz viel. Genau. Ich sehe auch manchmal Patienten ohne Arteria, fast ohne Arteria basilaris, wo nur noch ein bisschen sowas übrig ist von der Arteria basilaris. Und da denkt man, wow, das kann doch eigentlich gar nicht mit dem Leben vereinbar sein. Ist es doch. Es gab einen Verfassungsrichter in Karlsruhe, der hat beide Karotiden zugehabt und eine vertebrale Arterie. Der hat nur über die eine vertebrale Arterie gelebt und hat das wunderbar gemacht. Das heißt, bei dem hat sich die Kollateralen auch über die Jahre entwickelt und er hat es geschafft, sozusagen seinem Beruf nachzugehen in seiner sehr wirklich gut funktionierender Weise. Also Kollateralen entwickeln sich. Es ist nicht nur ein Entweder-Oder-Prinzip, auch ein quantitatives Problem, ein qualitatives. Jetzt ganz kurz noch die Wiebke Müller-Forell meldet sich nochmal, es geht um die gesparten Kosten. Und das muss man, glaube ich, auch so sagen. Das ist ja eine bleibende Pflegebedürftigkeit, die entsteht und die man verhindern kann durch eine Thrombektomie oder eine Thrombolyse. Da wird sehr, sehr viel Geld gespart. Und ich glaube, das ist eine relativ einfache Rechnung, dass da angenommen, jemand wäre noch 30 Jahre Pflege im Pflegefall. Und wenn man den Menschen das erspart, also das ist volkswirtschaftlich mit Sicherheit ein Bonbon. Ja, ich glaube, da müsst ihr jetzt nichts zu sagen. Dann Frage Neuroplastizität nach einem Schlaganfall. Wachsen Neuronen nach oder sind sie verloren und nicht zu ersetzen? Die Neurone selbst wächst ja nicht groß nach, sondern halt die Verbindung der Neurone. Das ist das, die sich neu ausbilden können.
aber also über synaptische Verschaltungen, aber die Neurone selber leider nicht im zentralen Nervensystem, bis auf wenige Ausnahmen, Hippocampus. Okay, gut. Mal alle Fragen beantwortet, ne? Welcher Verfassungsrichter war das? Also ich hoffe, das ist jetzt kein Bonmot, keine Anekdote, die einfach nur so erzählt worden ist. Ich kann das aber, ein Freund von mir arbeitet beim Verfassungsgericht in Karlsruhe. Ich kann da nochmal nachfragen, ob der das rausfindet. Also Sie können mir gerne mal nach Ida Oberstein noch eine E-Mail schreiben. Ich versuche das auch mal rauszufinden, weil das stimmt schon. Nicht, dass das ja Fake News sind und man sitzt da seit Jahrzehnten einer falschen Information auf. Ich gucke nach, aber ich bin mir sehr sicher, dass das stimmt. Ob der das möchte, dass du das kundtust, aber gut. Naja, das ist aber schon, ja, das ist nicht seit, das war nicht gestern. Ich nehme an, dass der jetzt auch nicht mehr lebt. Also das ist schon eine Weile her. Bezüglich der Frage von Frau Professor Müller-Forell von Wiebke, gibt es auch gerade einen Artikel zum Beispiel publiziert in 2021 in Stroke Cost-Effectiveness of a Mechanical Thrombectomy for Treatment of Non-Minor Ischemic Stroke Across Europe. Die kommen zu dem Schluss, dass es doch very likely ist, cost-effective zu sein. Ich sehe hier nochmal eine Frage sehe ich hier noch und ich glaube, der Herr Junginger hat sich schon wieder zugeschaltet. Ich hätte auch noch eine Frage und wenn jemand sonst meldet, soll ich es melden und noch ganz wichtige Fragen stellen jetzt im Augenblick. Aber hier Frage, gibt es Möglichkeiten, die Kollateralbildung therapeutisch zu verbessern? Also zum Beispiel durch Bewegungstherapie beim Herzpatienten. Use your brain. Nein, ich glaube, Denkgymnastik hilft natürlich, aber mir ist ehrlich gesagt keine Studie bekannt, die das jetzt tatsächlich zu einer Verbesserung der kollateralen führt oder zumindest zu einer signifikanten Verbesserung führt. Man kann natürlich jetzt überlegen, ob man irgendwelche Wachstumsfaktoren VEGF irgendwo in den Liquor geben möchte, um vielleicht die Kollateralbildung anzutreiben. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, der einfach mit der Zeit von ganz alleine kommt. Und da ist mir persönlich jetzt nichts bekannt, was die Kollateralbildung wirklich signifikant stärken würde. Würde es das geben? Ich glaube, dann hätten wir es wahrscheinlich schon eingeführt. Ja, gibt es keine Therapie, kein Medikament für leider. Ja. So, meine Frage war jetzt ein bisschen, die Frage, steht ihr in Mainz in einer Konkurrenz zueinander oder ergänzt ihr euch? Es gibt immer wieder sozusagen Strömungen, die sagen, gerade aggressiv arbeitende Interventionalisten sagen, wenn der Patient zu mir kommt, dann mache ich gleich die Thrombektomie und die Lyse kann man sich sparen. Das ist dann eigentlich Quatsch, weil ich ziehe das Ding ja sowieso raus und dann ist gut. Gibt aber genau auch sozusagen viele Interventionalisten, die sagen, okay, ich möchte erstmal, dass dieser Thrombus so ein bisschen angedaut wird, anverdaut wird durch die Thrombolyse, dann kriege ich den einfacher raus. Wie ist denn bei euch in Mainz die Meinung dazu? Erst Lyse und Thrombektomie oder nur Thrombektomie in diesen Fällen? Nee, beides. Also wenn die Lyseindikation da ist, dann wird auch systemisch lysiert. Oft hat man aber auch eine Lyse-Kontraindikation, dann nur in Anführungszeichen die Thrombektomie, aber klar machen wir Lysetherapie. Das empfiehlt ja auch unsere Guideline, die aktuelle so. Und die Studien dazu laufen ja tatsächlich, ob die Lyse da wirkt. Und die ersten Studien haben ja gezeigt, waren positiv, dass die Lyse und Thrombektomie erfolgreich sind. Es gab nur eine negative Studie aus einem chinesischen Kollektiv, was aber nicht unmittelbar vergleichbar ist mit unserem kaukasischen Kollektiv. Ich glaube, zum Abschluss wollte Herr Junginger noch was sagen, oder? Der scharrt schon mit den Hufen. Wir sind auch schon in der Zeit. Wir sind ja sehr gut in der Zeit. Vielen Dank, dass Sie Ihre Zeit eingehalten haben. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken. Es waren ausgezeichnete Vorträge. Herr Röschel hat uns in die Pathophysiologie eingewiesen oder seine sehr wunderbare Bilder gezeigt. Und man ist natürlich bei Herrn Brockhorn immer wieder beeindruckt von den Bildern. Ich habe erstmals fast alle Bilder wieder erkannt, die Sie also vorgestellt haben. Ich habe den pathologischen Befund gesehen. Das ist ja nicht so einfach, sagen wir mal, für einen Chirurgen, dem Radiologen zu folgen. Und dann ist es natürlich faszinierend, wie Sie in die Gehirnperipherie vordringen, mit welcher Akkuratesse Sie das machen. Es ist faszinierend und ich kann Ihnen nur gratulieren zu dieser Handfertigkeit und zu diesen technischen Möglichkeiten. Und Ihnen, Herr Eike, vielen Dank für die doch sehr wunderbare Zusammenfassung und Überblick und Leitung der Moderation. Also vielen herzlichen Dank. Es war ein ausgezeichneter Abend. Wenn Sie eine Teilnahmebescheinigung brauchen, dann bitte eine E-Mail an die Frau Professor Seibert-Grafis. Sie schickt Ihnen dann eine Teilnahmebescheinigung, wenn Sie natürlich angemeldet waren. Das ist die Voraussetzung.
Und dann noch etwas in eigener Sache, wenn Ihnen die Veranstaltung gefallen hat, dann überlegen Sie doch, ob Sie nicht Mitglied der Medizinischen Gesellschaft werden. Der Jahresbeitrag kostet seit 70 Jahren 20 Euro oder 20 D-Mark. Und ich kann nicht garantieren, dass er die nächsten 70 Jahre dabei bleibt, aber die nächste Zeit auf jeden Fall. Und vielleicht, und Sie können uns damit sehr unterstützen. Zum Schluss will ich noch auf die nächste Veranstaltung hinweisen. Das ist jetzt kein zerebrales Problem, aber ein geistiges Problem. Es geht um die Wahrheit, den Umgang mit der Wahrheit. Ingeborg Bachmann hat bei der Verleihung des Hörspielpreises diesen Ausdruck gebracht oder ihren Vortrag damit überschrieben. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Und da ging es auch um das Leid der Gehörlosen. Das war der Ausgangspunkt. Und da hat sie sehr schönen Artikel geschrieben. Und Professor Breuer ist Germanist hier in Mainz. Und er wird etwas zu Ingeborg Bachmann und zu der Intention sagen, dieses Ausspruchs von ihr. Frau Professor Dreyer ist Philosophin oder war Philosophin hier an der Universität. Und sie wird nun die Philosophie der Wahrheit sagen. Wir sind ja als Ärzte immer wieder mit der Frage konfrontiert, ist die Wahrheit dem Menschen zumutbar? Wir wissen aus der Praxis, dass man die Wahrheit durch verschiedene Methoden auch verschleiern kann und auch mit verschiedenen Methoden sagen kann dem Patienten. Also es geht um die Wahrheit in 2 Wochen, um diese Zeit. Ich habe noch vergessen, Frau Blättner von der Akademie der Wissenschaften wird moderieren. Sie sind herzlich eingeladen. Damit nochmals vielen herzlichen Dank an Sie, ans Referenten, auch an die Zuhörer. Sie sind dankenswerterweise dabei geblieben, haben sich nur wenige abgemeldet. Das spricht, dass die Vorträge doch sehr spannend waren und auch verständlich waren. Nochmals herzlichen Dank und einen schönen Abend. Wiederschauen.